So, gebäudemäßig. Holzfällerhütte erstmal. Mine. Fischerhütte, habe ich auch einen Jäger gesehen. Nö, da das Nahrungslager. Kleines Haupthaus, der Feuerwerfer. Oh, Wildschweinzucht. Natürlich Wildschweinzucht. Keulenschnitzer Schmiede. Wobei ich jetzt nicht sicher bin, ob das Schnitterzelt nicht. Ihr wisst schon. Der Lenia-Sammler vor den Orks ist. Ah, das werde ich sehen. Ich habe es nämlich nicht mehr ganz so genau in Erinnerung. Gut, okay. Wir haben jetzt Ork-Einheiten und Ork-Gebäude, aber noch keine Ork-Rune. Wir müssen den Splitter holen. Der ist dann wohl hier hinten vergraben, wo wir in der letzten Aufnahmesession den Einsturz da entdeckt hatten. Hier. Ja, die Steine. Der Stein scheint tatsächlich etwas lose zu sitzen. Es könnte sein, dass dies derjenige ist, den Vintus gemeint hat. Unter den Stein sehen. Tatsächlich befindet sich ein eingeschlagenes Bündel unter dem Stein. Das Bündel enthält ein großes Fragment aus farbigem Glas. Formen und Farben scheinen sich darin zu bewegen. Es ist rätselhaft und wunderschön zugleich. So. Tiefer in die Düsterlande. Das Portal nach Munandir führt zu den Ruinen der Stadt des Zirkels und vielleicht direkt zum Phönixstein. Ja, und es wurde halt dreimal aktualisiert, weil zum einen habe ich das hier abgeschlossen, dann habe ich das abgeschlossen und habe das hier neu gekriegt als Quests. Das muss mir das Tagebuch ja unbedingt alles drei anzeigen. So, auf dem Wall. Wobei, ich könnte doch bei Tamaras Hof vorbeischauen. Oder Tamiras Hof. Einmal ihr sagen, dass ihr Mann gerettet ist. Das war nicht hier, oder? Das war eigentlich doch ein Stück weiter unten. Hier unten war das eigentlich, aber will ich da noch mal hingehen? Ach, da ist Tamira. Grüße, Runenkrieger. Ne, die hat nichts mehr zu sagen. Gucken wir mal kurz, wie weit der Weg bis runter ist. Ich glaube nicht, dass ich das noch machen muss unbedingt. Ich glaube nicht, dass sie noch was zu sagen hat. Vielleicht Vintus noch mal. Und ja, das. Nee, das ist Leas Schmuckstück. Da ist der Splitter des tanzenden Frühlings. Den ersten Splitter, den wir haben.
Also auf den Wall. Nochmal mit ihm reden. Es ist mir eine Ehre. Ja, nichts mehr. Das heißt, es geht nach Mulandir. Wartet! Ihr habt uns gerettet. Dafür schulden wir euch zumindest eine Warnung. Diese Stadt ist nicht nur mit Dämonen verseucht, sie ist eine tödliche Falle. Die Gargeulen, die ihr überall sehen könnt, scheinen harmlos. Doch das sind sie nicht. Sie schlafen. Sollte euch eine der Medusen erblicken, die durch die Straßen von Mulandir streifen, dann wird sie die Gargeulen erwecken. Die steinernen Bestien werden über euch herfallen. Vor ihnen gibt es kein Entrinnen. Viel Glück, Runenkrieger. Ja. Mulandir, die Map, die ich, die ich eigentlich hasse. Wenn ich ehrlich sein soll. Deswegen speichere ich hier jetzt erstmal. Mit dem Fall, dass wir nicht lebend durchkommen. Ja, Gedankenstörer. Niederer Dämon, Gargoyle. Weil auf keiner Map bin ich in Order of Dawn, glaube ich, so oft gestorben wie auf Mulandir. Zu Befehl! Und das, obwohl ich Helden habe. Was wünscht die Rune? Verstanden. Schickt sie zum Männer. Seelenfluss. Die Rune ruft. Feindlicher Angriff. Hey, das war mein Level up. Yay. Okay, wieder ein Punkt hier. Ein Punkt hier. 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 Ups, das war der falsche. Egal, ein Punkt hier. So, was hat mir das jetzt gebracht? Du kannst kein Fels kauen. Also noch ein Level up, dann kann ich so einen Panzer tragen, was schon mal gut ist. Ich kann aber endlich mal so eine verstärkte Lederbeinlinge. Tragen, das ist auf jeden Fall praktisch. Nein, von denen kann ich noch keine tragen. Ich kann aber den Einbrecherring tragen. Nehmen wir den dafür ab. Ansonsten habe ich leider keinen guten. Okay, da sind niedere Dämonen unterwegs. Ich sollte meine Truppe... Hier, sofort! ...gruppieren auf jeden Fall.
Und ja, von den verfluchten Wächterinnen, von denen muss ich mich fernhalten. Auf meinen Befehl. Vorwärts! Am besten hier nochmal speichern jetzt. Sofort! Genau, die verfluchten Wächterinnen, die patrouillieren hier herum. Mir nach! Mir nach! Für die Freiheit! Verstärkt die Deckung! Sie sind überall! Und los! Folgt mir! Kämpft, Männer! Schlagt sie zurück! Schlagt sie zurück! Und los! Mir nach! Ja, hier ist eine verfluchte Wächterin. Vorwärts! Mir nach! Hier unten sind gar keine Gargoylen mehr. Vorwärts! Sofort! Schnell! Sofort! Mir nach! Also werden hier auch keine verfluchten Wächterinnen unterwegs sein. Folgt mir! Für den Orden! Schlagt sie zurück! Bereit die Reihen! Schließt die Reihen! Für den Orden! Feindlicher Angriff! Haltet durch, Männer! Verstärkt die Deckung! Verstärkt die Deckung! Schlagt sie zurück! Schlagt sie zurück! Verstärkt die Deckung! Schlagt sie zurück! Feindlicher Angriff! Haltet unverzüglich, durch, Männer! Okay, das feindlicher stimmt. Angriff! Zu eurem Dienst. Schlagt sie zurück! Schließt die Reihen! Sie sind überall! Haltet durch, Männer! Verstärkt die Deckung! Haltet durch, Männer! Verstärkt die Deckung! Haltet durch, Männer! Sie sind überall! Feindliche Angriff! Vorsicht, Gegner! Verstärkt die das Deckung! Das ist ein Hinterhalt! Schlagt sie zurück! Ja, der Verführer verstärkt kommt da jetzt. Sie sind überall! Vorsicht, Gegner! Feindlicher Angriff! Schlagt sie zurück! Sie sind überall! Schließt die Reihen! Feindlicher Angriff! Was wünscht die Rune? Okay. Schlagt sie zurück! Das ist ein Hinterhalt! Wir werden angegriffen! Lockt jetzt bitte nicht noch mehr Dämonen an. Steh bereit! Für das Licht! Standhalten, Männer! Zu Befehl! Runenkrieger, zu mir! Okay. Euch drei wiederbeleben. Die Rune ruft? Haltet durch, Männer! Auf mein Zeichen. Okay. Das war jetzt eher unschön. Stehe bereit.